So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es vor allem um die Varroa-Behandlung, sprich vor allem um die Brutentnahme. Das werde ich jetzt hier an einem Bienenstand, das sind, ihr kennt ihn ja schon von den anderen Videos, das sind im Prinzip die Völker aus der Edelkastanie, da werde ich das jetzt einfach durchführen. Also im Prinzip ist es ja diese Behandlung gegen die Varroa-Milbe notwendig. Und die Varroa-Milbe hält sich ja und vermehrt sich zum großen Teil in der Bienenbrut aus. Und der Hintergedanke ist einfach jetzt der, wenn ich die Brut rausnehme aus den Völkern und nur noch die Bienen und die Königin im Kasten lasse, dass die dann relativ wenig befallen sind von der Varroa-Milbe. Die entnommenen Waben vernichte ich natürlich nicht, die lasse ich auch schlüpfen, also lasse ich ein paar Bienen oder gebe ein paar Bienen dazu dann noch und dann lasse ich die schlüpfen und dann ist es im Prinzip gleich ein bisschen eine Völkervermehrung. Also so in der Vergangenheit ist es bei mir so, dass ich aus drei Völkern mit der Brutentnahme vielleicht eineinhalb bis zwei Völker bekomme, also gute Völker. Es darf natürlich der Varroa-Befall nicht zu groß sein, sodass die schlüpfenden Bienen da schon praktisch dem Tode geweiht sind, dann in diesen Brutlingen oder in diesen Sammelbrutablegern. Ja, und wie gesagt, das habe ich mir jetzt vorgenommen, die Völker das hier durchzuführen. Und dann beginnen wir. Ja, was brauchen wir für die totale Brutentnahme an Material? Brauchen wir eine Menge. Also zum einen brauchen wir Mittelwände. Im Prinzip müssen ja in diesem Volk alle Waben, wo Brut drauf ist, müssen ersetzt werden. Das mache ich mit Mittelwänden oder wenn ich habe ausgebauten Mittelwänden schon. Dann brauchen wir pro Volk, oder nicht pro Volk, aber pro 1,5 bis 2 bis 3 Völker brauchen wir eben für diese Sammlung von den Brutwaben eine neue Beute. Da habe ich hier mir schon einen Anhänger hergestellt, wo ich die alle parat habe. Und genau, das ist es im Wesentlichen. Man kann die jetzt gleich dann noch mit der Milchsäure behandeln, also einsprühen, dass man hier gleich ein bisschen die Varroa noch nimmt. Also die Varroa-Milben, die auf den Bienen sitzen. Und ja, fangen wir an. Ja, im Prinzip kann man diese totale Brutentnahme auch dazu verwenden, dass man die Völker auf ein anderes Maß umwohnt, wie jetzt in dem Fall. Das ist noch ein Volk auf Zander. Es hat noch, das ist irgendwie immer mitgelaufen. Das werde ich jetzt hier gleich mal angehen. Also wir stapeln mal die Honigbäume ab. Das macht die Sache dann leichter. Also hier nicht verwundern, ne? Da habe ich einfach ein paar aufgesetzt vom Schleudern zum Leerfressen lassen. Dann einlagern lasse, die setze ich dann einfach über diesen Mikrofilter auf, dann werden die oberen leer gefressen, unten habe ich noch die entsprechend, sagen wir mal, richtigen Honigräume. Und man merkt es jetzt, im Juli wird es auch alles schon schön verkittet. Jetzt geben wir mal zur Sicherheit ein bisschen Rauch. Machen wir das einfach so. Das Volk nach neben anstellen. Hier eben jetzt die Tadantwabe, auf die ich umwohnen möchte. Dann gebe ich da ein paar Mittelwände und ausgebaute Mittelwände dazu.
ausgebaute Mittelwände haben einfach den Vorteil, die Königin kann relativ schnell wieder anfangen, Eier zu legen. Und da ich ja jetzt hier umwohne von Sander, möchte ich eigentlich so wenig wie möglich Sanderwaben mit Futter hier rüber hängen. Und deshalb, wie gesagt, hier entsprechend was mit ausgebauten Mittelwänden. Und jetzt sehen wir gerade einen Nachteil, wo ich bin, warum ich eigentlich ganz gerne mit der Dant, ich meine, Zadant ist ähnlich, arbeite, ist eben dieses Lösen der Waben. Ne? Hier habe ich halt echt Probleme, sobald die Metropolis verbittet sind. Jetzt sehen wir hier eine Naturwaben mit viel Drohnenbrut. Die schütteln wir mal ab. Sind keine Stifte drin. Relativ viel Waben. Was ich jetzt vergessen habe, mir vorzubereiten, ist natürlich was, wo ich die Brutwaben einhänge. Da komme ich gleich wieder. Kann immer nebenbei ja natürlich schauen, ob man entsprechend die Königin findet. Also hier ist ganz viel junge Brut. Die Wabe lasse ich mal drin als Fangwabe. Das heißt, die Brut wird ja dann in 7 bis 8 Tagen verdeckelt. Die ganzen Varroa-Milben schlüpfen in diese Brutfläche und dann kann ich die nochmal entnehmen und habe dann nochmal eine Entnahme von der Varroa-Milbe. Mein Schön ist es natürlich immer, wenn man die Königin sieht, aber man muss die jetzt nicht extra suchen, weil dann weiß man, die ist im Neuen, die bleibt ja hier in dem Volk drin und dann kann man einfach noch zügiger arbeiten. Ne? Aber ich vergeude da jetzt nicht arg viel Zeit drauf. Mein Wichtig ist halt, dass die nicht in den Brutling kommen. Man sieht es jetzt auch, das sind relativ dunkle Waben. Also wie gesagt, das Volk ist eine Ausnahme. Ich habe ja schon bestimmt vor 5, 6 Jahren meine restlichen Sandervölker, oder vielleicht 4, 5 Jahre meine restlichen Sandervölker umgestellt. Und irgendwie ist das immer durch das Raster geschlüpft. Aber wie gesagt, jetzt ist dran. Was man jetzt parallel machen könnte, man könnte die Bienen hier jetzt mit Milchsäure einsprühen. Dann hätten wir auch gleich praktisch die auf den Bienen sitzende Varroa-Milben nochmal behandelt. Aber ich musste so nochmal kommen, weil ich dann heute Abend Bienenfluchten einlege, um den Honig zu nehmen. Also ich lasse den Honig jetzt noch drauf und hole den dann später. Und entsprechend komme ich nochmal und dann mache ich hier abends oder morgens, wenn eben keine Bienen mehr fliegen, dann sind auch alle wirklich drinnen und ich treffe alle, dann mache ich hier nochmal zügig einfach diese Sprühbehandlung.
in den Brutling. Also hier habe ich jetzt keine Brut drauf, die Wabe kann ich gleich aussortieren. Und ähnliches wird dann auch bei der Wabe gelten. So, dann sind die nämlich schon weg, dann können die eingeschmolzen werden. Und das gleiche gilt bei der, die ist so kaputt, hat viel Bohnenbrut, ist unheimlich dunkel. Also die können weg. Wichtig ist auch, dass die Bienen, ne, die Königin kann natürlich ja auch am Kastenrand sitzen. Also möglichst alle Bienen in die Beute rein. Und dann nochmal kurz einen Blick drauf einfach. Und dann sortiere ich hier einfach die als Raben ein. Hier haben wir noch ein bisschen Brut, aber die können wir noch hier in den Brutling reintun. Und die Wabe war auch leer. So. Dann kommt ein Schied noch rein. Absperrgitter drauf. Jetzt haben die natürlich kein Futter. Ne? Die brauchen aber jetzt im Moment auch kein Futter, weil ich da diese Honigräume nochmal drauf starte. Da sind ja auch unheimlich viele Bienen drin. Und vor allem natürlich Honig. Und in mein Brutling, da gebe ich nachher, wenn ich hier im Prinzip den Kasten voll habe, also wenn ich zwei, drei Völker durch habe, gebe ich einfach aus dem Honigraum dann noch eine Handvoll Bienen dazu. Und dann können die im Prinzip die Brutwärmen besorgen, bis die schlüpft. Und den Kasten mit den ganzen Brutwaben und den dann Bienen fahre ich an einen anderen Standplatz aus dem Flugbereich raus. Und dann, wie gesagt, kann der mit eingesprühter Milchsäure auch behandelt werden, wenn der dann in drei Wochen brutfrei ist. Oder vielleicht auch, wenn ein großer Befall ist, alle ab und zu mal einsprühen. Ja, wie gesagt, jetzt stapeln wir diese Honigräume wieder auf. Und jetzt kommen die zum Ausfressen. Da kommt bei mir dieser Mikrofilter dazwischen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die stapel ich jetzt auch mal auf, weil ich gerade im Auto einfach keinen Platz habe. Das ist voller Mittelwände, dass ich die mitnehme. Aber ich komme ja dann, wie gesagt, zur Honigernte heute Abend oder morgen sowieso nochmal. So, das war es jetzt im Prinzip bei dem Volk. Ich meine, hier sieht man nochmal dieses Propolisgitter, also da wurde was angebaut. Das lag jetzt natürlich ein paar Tage hier oben. Hier oben sind keine Bienen, dann ist klar, da wird auch entsprechend nichts vergittert. Werde ich dann aber auch runternehmen, wenn entsprechend ich den Honig entnehme. Ja, im Prinzip werde ich jetzt die Reihe durchschaffen. Hier vorne habe ich nochmal zwei Reihen. Und ja, also wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ein Abo freut mich natürlich sowieso. Und was mich vor allem auch halt interessieren würde, macht ihr das auch so? Ich meine, die Alternative, es gibt ja noch dieses Modell vom Dr. Liebig, Teilen und Behandeln, wo man die Königin sucht. Das ist ja sehr ähnlich von der Vorgehensweise. Ich mache es halt gerne so. Klar, da habe ich die Völker nicht 1:1 vermehrt, aber ich bin halt unheimlich viel schneller, weil ich die Königin nicht suchen muss. Vor allem, ne, wenn ich schlechtes Wetter habe, ne, teilen und behandeln, wenn die Bienen nicht fliegen, die Königin zu finden, wenn alle in diesen starken Völkern drin sitzen, ist unheimlich schwierig. Das kann ich im Prinzip immer machen, weil ich ja komplett die Bienen abschüttel. Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, macht ihr das auch so? Macht ihr alle Völker so? Also wie gesagt, ich mache das ja, ich habe verschiedene Varianten bei mir im Betrieb, also an der Seite Professional, das ist ja für mich eigentlich auch eine gute Möglichkeit.
Hier komme ich eben ohne Ameisensäure sehr wahrscheinlich immer aus. Ja, also dieser Befallsgrad kriege ich ja mit der Milchsäure im brutfreien Zustand oder im nicht verdeckelter Brut, kriege ich den ja super gedrückt. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass diese Völker in der Frühtracht einfach besser sind. Ne? Und dann gucke ich halt immer, so wie ich Material habe und auch Zeit habe, dass ich die Völker so mache. Ich meine, da spielt auch immer die Tracht eine Rolle. Hätten wir jetzt ein super Waldtrachtjahr. Wir sind jetzt ja 13. Juli. Hätten wir jetzt ein super Waldtrachtjahr, wäre das eine unheimlich teure Behandlungsmethode, weil ich meine, umso später ich komme, umso schwieriger wird es, dass die Völker wieder neue Brut anlegen, entsprechend wachsen. Und da müsste ich die Waldtracht im Prinzip abbrechen und das ist relativ teuer. Dann, weil eben der Honig nicht geerntet wird. Aber es zum Beispiel dieses Jahr bietet sich an, wir haben jetzt hier noch so ein bisschen so eine Leppertracht, das ist optimal, da können die auch mit dieser anhaltenden Tracht noch 2-3 Tage, von mir aus vielleicht auch noch eine Woche, ich weiß nicht, wie lange das noch geht, noch ein bisschen die Waben ausbauen. Es gibt noch keine so eine große Räuberei, so ein großes Durcheinander. Und deshalb habe ich mich einfach entschlossen, hier an diesem Bienenstand so zu machen. Es gibt sicherlich bei mir auch viele Bienenvölker, die im Prinzip mit dem Nationalen Professional behandelt werden. Wahrscheinlich die meisten. Aber ich wollte eigentlich einfach jetzt mal diese Variante zeigen, wie ich das mache. Wie gesagt, nochmal kurz zum Verständnis. Es ist jetzt noch eine Brutwabe drin mit offener Brut. Da krabbeln dann die ganzen Varroa-Milben oder relativ viele, die auf den Bienen jetzt noch sitzen, rein. Die ist dann in 7 bis 9 Tagen komplett verdeckelt. Dann kann man die entnehmen und dann hat man ja diesen Varroa-Befall wirklich sehr gut dezimiert. Klar, man braucht das Material, klar, man braucht ein bisschen mehr Zeit, aber an sich eine ganz schöne Variante, um diese Ameisensäure zu umgehen, die ich nach wie vor eigentlich für sehr sinnvoll halte, weil ich habe keine Rückstände im Wachs und ich habe vor allem auch keine Resistenzen und ja, aber wie gesagt, das ist eben auch eine Säure. Ich meine, es ist ja auch dieses Verfahren, wobei in biozertifizierten Betrieben im Prinzip mehr oder weniger Standard ist, die Ameisensäure, und das kann ich hier nochmal ein bisschen einfach verbessern und ja, wie gesagt, deshalb gefällt mir diese totale Brutentnahme wirklich ganz gut. Jetzt habe ich aber genug geschwätzt. Ich habe ja noch was vor mir und bin ja auch heute Abend noch da, lege die Bienenflucht ein und hole dann morgen früh, wie gesagt, den Honig. Mache dann morgen früh auch diese Sprühbehandlung, sobald der Honig weg ist, dass da ja nichts mit der Milchsäure vom Honig in Berührung kommt. Und dann bin ich eigentlich mit diesem Bienenstand weitgehend durch. Dann werden die wahrscheinlich am Sonntag werde ich Zuckerwasser mischen, das mische ich ja selber. Das mische ich dann relativ dünn. Vielleicht 800 Gramm Zucker, 1 Liter Wasser und dann kriegt ihr das Bienenvolk hier diese 5 Liter, dann mache ich gleich meine Ableger mit, deshalb warte ich da einfach noch diese 2-3 Tage und dann komme ich da einfach auf eine Menge, wo ich in die WC-Container mischen kann. Dann bekommen die am Sonntag im Prinzip so eine, ja, manche nennen es Reizfütterung oder Beginn der Auffütterung, das kann man ja nennen, wie man will, und dann bauen die noch mehr schön die Waben aus. Brüten die nochmal. Das ist eigentlich auch ganz wichtig, vielleicht nochmal, jetzt rede ich schon wieder so viel. Bienenvölker überwintern eigentlich nach meiner Ansicht, oder da gibt es ja verschiedene Ansichten auch, aber viele sagen das ja auf bebrüteten Waben besser, und weil da zum einen Pollen und Propolis ja drin ist, und vielleicht liegt es daran, dass die Waben dann besser isoliert sind. Also auf ganz hellen Mittelwänden ist die Überwinterung, finde ich, deutlich schlechter. Wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler und habe euch nicht hier irgendwelche Statistiken. Aber ich meine, das ist jetzt so meine Erfahrung aus der Praxis einfach. Und deshalb auch ist für mich so dieser Punkt, wann ich diesen relativ großen Eingriff jetzt Brutentnahme teilen und behandeln mache, ist für mich eigentlich immer so ganz grob mal der 15. Juli. Weil dann bebrüten die Bienen auch nochmal die Waben zum großen Teil
und haben dann schon mal einfach auch propolisierte und ein bisschen dunklere Waben über den Winter. Ja, wie gesagt, das habe ich auch noch mal viel geredet. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten einfach Abo finde ich auch cool. Und ich mache es mal weiter. Ich bin mal wieder hier an meinem Stand, den ihr aus den letzten Videos kennt, mit den Ablegern. Ich habe hier hinter mir habe ich noch drei Völker, wo ich jetzt die Königin austauschen will. Da schlüpfen morgen wieder entsprechend Zellen. Und die hänge ich da jetzt heute rein. Also ich habe die alte Königin entnommen. Habe die dann jetzt, das habe ich glaube Donnerstag, Freitag gemacht. Habe jetzt eben die Nachschaffungszellen gebrochen. Und dann hänge ich jetzt die schlupfreife Weißelzelle rein aus angebrüdeten oder aus, mit dem Material aus dem Zuchtvolk, das ich ja in hier im maislosen Volk anbrüten habe lassen. Dann können die morgen starten. Ja, hier jetzt hinter mir sind ja die bekannten, auch aus den letzten Videos, die bekannten Kästen, wo ich meine Begattungsvölker gemacht habe. Ich bin, wenn ich schon da bin, gerade dabei zu schauen, ob die Königin geschlüpft sind. Und bei der Gelegenheit habe ich einfach geschaut, hat es noch genug Futter. Ich will da jetzt nicht lang rumsuchen, weil die Königinnen ja rein theoretisch gestern, heute, morgen so ihre Begattungsflüge machen. Da will ich nicht stören. Ich war jetzt einfach nur, wie gesagt, da und wollte mir das mit dem Futter anschauen, dass ich einfach die Gewissheit habe, dass das auch sicherlich noch 3, 4, 5 Tage hält. Und dann mache ich eine Kontrolle über die Begattung und dann kann man sie auch besser füttern. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Also ich habe hier einen Kasten mit, da habe ich nur ein Volk drinnen, weil ich damals entdeckt habe, ich zeige es euch gleich, wir haben hier Wespen. Ne? Da habe ich gedacht, gut, dass wir die Wespen auch leben. Ziehen die eben mit um, funktioniert ja ganz gut. Dann habe ich hier im Prinzip meine zugehängte Weißelzelle. Ich habe die jetzt vorher schon draußen gehabt, deshalb sieht man es nicht so schön. Die habe ich normal hier unten in diesem Futterkranz drin. Praktisch so. Ne? Und da ist die Königin geschlüpft. Die haben noch hier so ein, auf der Wabe so ein Viertel Futter. Und das habe ich da hinten auch noch mal beim Volk nachgeschaut, da ist auch die Königin geschlüpft. Also insofern gehe ich einfach davon aus, dass die Serie jetzt nicht irgendwie in Kälteschaden oder einen Stoß bekommen hat, dass die Maden damals bei der Zucht aus dem Futtersaft gefallen sind. Also es sind jetzt zwei Königin geschlüpft, da habe ich stichprobenartig gemacht hiervon. Ja, so um die 30, das reicht mir, also es hat funktioniert. Und wenn dann eins dabei ist oder zwei, wo sie nicht geschlüpft sind, das schaue ich mir dann ein paar Tagen ab, dann schlüpfen ja wie gesagt nochmal Zellen und dann kann ich da einfach nochmal nachsetzen. Das ist natürlich dann ein bisschen qualitativ, ein bisschen anders zu bewerten, das ist natürlich ein bisschen schwacher, die Bienen sind schon älter, aber jetzt wegen 3, 4 Tagen mache ich das schon nochmal, wenn das jetzt eine Woche oder zwei wären, dann merkt man das schon deutlich. Ne? Weil wir haben es relativ spät im Jahr und da kommt es eigentlich dann jetzt schon auf die Tage an. Nicht auf jeden Tag, aber um die Wochen. Ne? Ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich nichts zu sagen. Ich hänge jetzt im Prinzip hier oben bei den drei Völkern noch die schlupfreifen Weißelzellen zu. Dann habe ich noch zwei übrig. Ist jetzt nur eine kleine Serie, ne? Wie gesagt, das war so meine Reserveserie. Wenn was nicht schlüpft, sind glaube ich 10 Königin gewesen. Da habe ich jetzt schon ein paar verwertet, andersweitig. Und genau, jetzt habe ich im Prinzip noch 2 übrig. Da setze ich 5 übrig, 3 setze ich da oben rein. Und dann tue ich einfach dieses Volk, wo ich die Königin angezogen habe,
das ja auch ohne Königin ist, das teile ich. Da behält dann auch jeder Teil einfach eine Königinnenzelle. Und ja, dann wird auch das sehr vermutlich funktionieren. Ja, also von dieser Seite war es das jetzt gerade mal.